Hey Leute, herzlich willkommen bei Let's Cook. Ich mache heute eine gesündere Alternative zu Brownies und zwar mit Hilfe einer Süßkartoffel. Jetzt geht's los. Und um diese leckeren Brownies zu backen, brauchen wir eine Messerspitze Natron, 3 Esslöffel Kokosmehl, 2 Esslöffel ungesüßtes Kakaopulver, 100 Gramm Schokotropfen, 3 Eier, eine Süßkartoffel, 80 ml Honig, 60 ml Kokosöl, etwas Vanilleextrakt und eine Prise Zimt. Als allererstes solltet ihr euren Backofen auf 220 Grad vorheizen. Dann nehmt ihr eure Süßkartoffel und stecht auf allen Seiten Löcher in die Süßkartoffel. Das ist dafür da, dass der Dampf entweichen kann und die Süßkartoffel nicht platzt. Außerdem gart sie dadurch natürlich auch schneller. Sobald ihr von allen Seiten Löcher in die Süßkartoffel gepiekt habt, könnt ihr sie für 25 bis 30 Minuten in den Ofen geben. Je dicker eure Süßkartoffel ist, desto länger braucht sie. Also nehmt am besten im Supermarkt schon relativ dünne, dann müsst ihr nicht so lange warten. Sobald die Süßkartoffel fertig gebacken ist, nehmt euch ein Messer und schält die Schale von der Süßkartoffel ab. Anschließend gebt ihr die Süßkartoffel in eine Schale, die groß genug ist für alle Zutaten und zerdrückt sie mit einer Gabel. Wenn es noch ein paar harte Süßkartoffelstücke gibt, könnt ihr auch einen Stabmixer nehmen, um das Ganze zu pürieren. Anschließend schlagt ihr die 3 Eier in eine Schale und verrührt sie schnell mit einer Gabel. Alle flüssigen Zutaten kommen dann zu der Süßkartoffel in die Schale. Als erstes die Eier, gefolgt von 80 ml Honig. Anschließend die 60 ml Kokosfett und dann noch 5 Tropfen vom Vanilleextrakt. Falls ihr keinen Vanilleextrakt zu Hause habt, könnt ihr natürlich auch Vanillezucker oder frische Vanille nehmen. Der Honig und die Süßkartoffeln bringen die Süße in unsere Brownies und dadurch brauchen wir keinen weiteren Zucker. Anschließend werden die Zutaten zu einer glatten Masse verrührt und dann kommen noch die trockenen Zutaten rein, also alles, was jetzt noch übrig ist. Als erstes eine Messerspitze Natron, dann das Kokosmehl und das Kakaopulver. An den Teig kommen jetzt noch eine Prise Salz und Zimt. Das Ganze immer gut verrühren und am Ende auch noch die Schokotropfen dazugeben. Den Ofen könnt ihr schon mal auf 180 Grad einstellen. Da kommt dann gleich der Brownie-Teig rein. Die Backform solltet ihr jetzt am besten mit Backpapier auslegen. Und dafür ist es ein guter Trick, das Backpapier erstmal zusammenzuknüllen, dann wieder auseinander zu falten, denn dadurch verliert es diese Spannkraft, die es einem erschwert, das Backpapier gut in der Backform zu verteilen. Jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt, um den Teig mal abzuschmecken und eventuell noch zu verfeinern und verbessern. Schön schokoladig, die Vanille schmeckt man auch raus. Wenn es euch nicht schokoladig genug ist, könnt ihr natürlich noch etwas Kakaopulver reingeben oder etwas Vanilleextrakt, je nachdem, was euch noch fehlt. Dann nehmt euch einen Spachtel und füllt diese leckere Schokomasse in die Backform. Am besten so 2 cm hoch, das ist so die perfekte Brownie-Höhe. Streicht den Teig schon schön glatt und gleichmäßig, sodass der Teig wirklich in jeder Ecke ist und ihr eine schöne gerade Oberfläche hinbekommt. Und jetzt heißt es nur noch 30 Minuten warten, denn so lange muss der Teig jetzt in den Ofen, bis wir dann lecker schokoladige Brownies haben. Ich bin schon sehr gespannt und wir sehen uns dann gleich zum Probieren. Ich habe die Brownies jetzt aus dem Ofen geholt und bin schon richtig gespannt, wie sie schmecken. Ihr solltet sie etwas abkühlen lassen, damit sie ihre feste Form annehmen und besser zu schneiden sind. Ich werde sie jetzt mal anschneiden und probieren. Sie sind noch leicht warm innen drin, von daher perfekt zum Genießen. Ihr könnt die Brownies jetzt natürlich noch mit Puderzucker oder irgendwelchen anderen Sachen verzieren. Ich werde aber einfach mal so probieren, denn momentan sind sie noch warm und so sind sie natürlich am besten. Sie haben eine sehr schöne, weiche Konsistenz. Der Süßkartoffelgeschmack ist ganz dezent, aber durch die Süßkartoffel sind die Brownies richtig schön saftig geworden. Süß sind sie natürlich auch durch Süßkartoffel und Honig. Schmecken richtig gut. Der Schokoladengeschmack, der überwiegt natürlich durch den Kakao und die Schokotröpfchen. Kokos schmeckt man ganz leicht so im Hintergrund. Hätte ich irgendwie noch stärker erwartet, aber ich finde, sie sind richtig gut gelungen und auf jeden Fall eine gesündere Alternative zu den herkömmlichen Brownies. Probiert es also gerne mal aus. Ich bin mir sicher, ihr werdet überrascht sein, wie gut eine Süßkartoffel in Brownies passt. Ich werde die restlichen jetzt noch an ein paar Freunde von mir verschenken und natürlich auch selbst noch ein paar essen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, guten Hunger und ciao!